Rekuperationstest. Wir starten bei 99,5% SOC bzw. 95% BMS. Es geht jetzt 10 Kilometer eher bergab. Mal schauen, ob wir über 95% BMS kommen. Wir machen gleichzeitig einen Rekuperationstest, ob er die Batterie zurückspeist, wenn wir sehr voll sind.
Rekuperationstest bergab. Wir sind auf 100% und schauen jetzt, was in die Batterie zurückgeht bei 95,5% BMS. Da geht es ziemlich steil bergab. Ich versuche das jetzt einzufangen. Jetzt noch einmal steil bergab. Also er rekuperiert ordentlich in die Batterie hinein, obwohl wir 100% SOC haben. Und beim Start ist er bei 95% EMS gewesen. Mittlerweile sind wir bei 96. Das heißt, man kann den Ioniq auch eine Zeit lang über 100% in die Batterie zurückrekuperieren.